So, mir fallen jetzt zwei Fragen ein. Wo sind wir und wollen wir hier hin? Nicht ganz. Na komm, geh auf. Ich will mal wissen, wo du hinführst. Ah, dahin, wo ich nicht hin wollte. Gut. Na komm, dann geht auf, ihr Zeittörchens. Das fährt direkt zu Lord British und das irgendwo anders hin. Also gehen wir irgendwo anders hin. Wir wollen mal irgendwo anders sehen, wie es da ist. Nein! Falsches irgendwo anders. Ich will ein Schiff! Ich will sowas von ein Schiff. Oder ein Boot. Nee, da gehe ich nicht nochmal rein. Aber hier war doch noch ein anderes Zeittor außerdem. Und ach komm, gehen wir da nochmal rein. Das wird uns ja nicht direkt den Weg zurückbringen. Nein, tut's nicht. Das ist richtig. Ha, das erkenne ich doch noch. Denn da oben rechts ist kein Turm. Selber Kontinent, andere Zeit. Und ein Gegner, wie süß. Wir treffen erstaunlich gut, muss am Level liegen. Oder ich hätte die Schnauze halten sollen. Ja, doch eher zweiteres. Ja, ich will ein Schiff. Ja, nee, von wegen. Ups. So, New San Antonio. Ab ins Hotel California. Wir bräuchten dann doch noch ein paar Wertesteigerungen. Und wir hätten speichern sollen, aber nein, das wäre ja geschummelt, wenn ich dann speichere. Lade und so. Nie, 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 nie. So, also jetzt gleich nochmal sicherheitshalber zum Vergleich. Mein Inventar und dann ja. Ups. Nein, Offer 100. Juhu, Offer 100. Juhu, Offer 100. Schade. 100, juhu. Ja, das geht. Ah, doch, da könnte ja was. Mistkerl. Bei rauskommen. Ich denke mal, wir sollten uns so 200. Also 200, bis vor 292. Upsi. Haben. Jetzt gib mir. Genau. Juhu. Okay. Nochmal. Unser Inventar. Damit kann man doch schon mal was anfangen. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Gut, ich hätte nicht unbedingt die ganze Weisheit gebraucht, die der mir da reingepumpt hat. Die hätte ich lieber in Agilität oder so, damit wir öfter treffen und seltener getroffen werden. Aber ansonsten. Kann ich irgendwas mit dir? Nö. Komme ich da irgendwie rein? Nö. Kann ich da von oben? Ja. Ich hätte gern ein Schiff. Horse. Nö, danke. Den Pool habe ich keine Tür, das ist auch doof. Da geht's nur wieder zurück zum Hotel California, oder? Nö, wo, wer, wie, wo war? Death and Destroy. Ah, Wappen. Nee, jetzt gerade nicht, danke. Obwohl, Bogen. 5 ist ein Schwert. Ja. Nein, falsch. So kriege ich doch nie mein Inventar. Ah, Schwert. Sword ready. Das hat sogar funktioniert. Das finde ich klasse. Nein, bei dem kann ich ja nur Zeug kaufen, das keiner will. Also, wir haben eine neue Waffe. Das finde ich schon mal gut. Das hat doch was für sich. Da kriegen wir nur Pferde. Ist ja auch nicht unbedingt ganz falsch. Bringt uns aber nur
nur in Anführungsstrichen, ich glaube, oh, nein, falsche Richtung zum Ausgang, Lebensmittel, Ersparnis. Und sonst gab es was, ein Flugzeug oder so, das bringt auch nur begrenzt. Dann können wir zwar fliegen und theoretisch auf die kleinen Inselchens kommen, aber ja, ob wir das wollen, da bin ich noch gar nicht so von überzeugt. Was ich viel lieber haben würde, wäre ein Piratenschiff, das ich dann entern kann. Ja! Oh, da können wir gleich unsere Werte ausprobieren. Gefällt mir. Huhu, Schiff. Huhu, Gegner. Oh, die ne Reichweite, die dumme Tussi. Na? Ah, nun komm, triff. Triffst du? Triffst du mal? Wir könnten noch mehr Agilität brauchen. Ich will ein Boot. Ein Piratenboot erobern und so. Fände ich jetzt toll. Fände ich jetzt super, nix da. So ein Mist. War aber eigentlich auch klar. Ich meine, warum sollten wir sowas bekommen, wenn wir es brauchen und wollen und überhaupt? Nein, kein Boot. Aber ein Gegner, ein Ork. Jetzt weiß ich natürlich gar nicht, ob die überhaupt in dieser Zeitlinie spawnen können, aber schön wär's. Ich will ein Boot. Da, ja, ein Boot. Oder so. Nein, kein Boot für mich. Ich merke das schon. Oh, ein Dieb. Hehe, von wegen. Ja, ich wollte ihn gerade mit meinen Schiffskanonen erschießen. Bisschen blöd, wenn man kein Schiff hat. Oder ein Boot. Gib mir Boot. Menno. Juti, dann gucke ich noch mal ganz nach unten. Nein, kein Boot. Na 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 na. Genau. Nun sind wir hier wieder hier. Hier würde ich übrigens auch ein Boot haben wollen. Habe ich auch nichts gegen. Alleine deshalb. Oh, hi. Ah, so langsam macht das wenigstens auch wieder Spaß. So langsam kann man kämpfen. So, jetzt habe ich den ja platt gemacht. Jetzt müsst ihr irgendwo irgendein neuer Gegner spawnen. Vielleicht ein Boot? Ich finde das super. Boot? Boot? Boot, 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 Boot. Ja, ist okay. Immer noch nirgends ein Boot. Mann, 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 Mann. Ja. So macht das Freude. Ich will ein Boot. Da, ja, ein Boot. Zeitportal kommt zurück. Wenn hier schon kein Boot kommt, dann wenigstens mein Zeitportal. Die sind wenigstens zuverlässig, die Zeitportale. Okay, hier wollte ich ja eigentlich gar nicht wieder hin, aber egal. Nicht ohne vorher nochmal viel Geld gegrindet zu haben. Hallo? Ja, jetzt geht's wieder los. Boot? Nein, kein Boot.
Schade ist das. Oh, hi, Gegner. Haha. Ach ja, komm, einmal könnten wir ja eigentlich dann doch noch mal gucken, ob sich Werte ver... Nein, lohnt sich noch nicht. Nein, nein, machen wir jetzt nicht. Oh, hi. Schön ist schön, aber immer noch kein Boot. Hier nicht nur irgendwo anders ein Portal, außer das da unten? Ich meine doch wohl ja. Hey, ein Seeviech. Wenn ich das umhaue, könnte stattdessen ein Boot auftauchen. Zumindest schien das bisher immer so. Wenn ich zumindest in meiner Grinding-Ecke sehe, wie ich ja gekillt habe, ist dafür oftmals toll. Oder bei Lord British vor der Haustür. Taucht ein Ork auf. Toll. Wahnsinnig klasse. Hier unten gab es kein Zeitportal, richtig? Ich glaube nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, wahrscheinlich nicht. Hier irgendwo 1, 2, 3, 4, 5. Sieht weniger danach aus. Aber so ein Boot hier in der Gegend wäre toll. Dann könnte ich ein bisschen grinden und ohne großen Umweg direkt die Wertverbesserung in Angriff nehmen. Das fände ich super. Deshalb will ich hier ein Boot. Aber gut, es gibt kein Boot. Ist okay. Ich hab's begriffen. Gibt's nicht mal ein anderes Zeitportal? Wenn wir es später nicht mehr brauchen, kommt hier ein Boot vorbei. Garantiert. Ah, mal hauen wir dich auch nochmal platt. Moment, was? Da steht ein Balrog? Tatsache. Die sind ätzend. Nicht, dass die per se schwer zu besiegen wären. Die gehen dann und ihre schon Zeiger, weil die einen permanent einschläfern. Miep. So. Wo tut sich hier noch gleich das Portal auf? Gucken wir erstmal hier unten nicht, dass da ein Boot rumschwimmt. Haha, Portal gefunden! Hier ein Boot? Ach, du bist doof, dich will ich nicht. Hey, stirb! Ja, jetzt kann man die Kämpfer wenigstens drin lassen. Geht das mal halbwegs. Blöps weg, klar. Ein Boot wäre klasse. Nein, mit denen lege ich mich nicht an. Obwohl mittlerweile könnte ich, aber nein. Oh, da ist die Tür zu. Da oben gab's so einen Durchweg. Gab's doch mal. Ach nein, rechts und links gibt's die Durchwege, genau. Ich geh mal hier rein. Ich glaube, damit komme ich bei Lord. Nee. Das war das Portal danach. Damit komme ich in der Gegend von Lord British raus. Okay. Das Portal bringt uns zu Lord British, aber da will ich jetzt eigentlich gar nicht hin. Was ich viel lieber hätte, wäre ein Boot. Ja, in der anderen Zeitlinie, bei San Anu San Antonio, steht ungefähr hier ein Turm. Nur so als kleine Orientierungshilfe. Hier ist kein Boot, das finde ich doof, hier ist kein Boot. Quest for the Schiff.
gucken wir mal, ob wir hier wenigstens noch einen Gegner finden oder so. Damit das nicht ganz sinnlos war, hier lang zu latschen. Na gut, wir nehmen auch einfach dieses Zeitportal. Nein! Ich weiß gar nicht, ob ich bisher mal in das erste Portal reingegangen bin. Mit Sicherheit, und ich hab's nur vergessen, aber hey. Versuch macht klug. Ah, wir sind bei meinem Boot. Ja, wenn das so ist, dann würde ich sagen, grind ich. Also gut, nochmal ein klein wenig aufgedingsied. Gelevelt, genau, so hieß das. Haha. Nö, 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 nö. Ja. Unnötig zu erwähnen, dass ich schon wieder vergessen habe, wo wir jetzt auskommen. Ah, hier, okay. Hey, du Sefi! Ah. Nein, das hat auch noch funktioniert, das ist ganz schlecht. Ja, aber nein, scheinbar doch nicht. Ach, was auch so. Was auch immer. So. Komm, Haus um. Ja, man könnte Glück haben dafür, dass wir das Seemonster jetzt gekillt haben. Könnte da theoretisch irgendwann ein Schiff spawnen. Als ob. Naja, wie dem auch sei. Lord British, ich hätte gern nochmal ein paar Lebenspünktchen. Ich habe da gerade so ein bisschen Gold und so und ja. Yay, danke. Das sollte für den Anfang wieder reichen. Hey du, was sagst du? Oh, Mietdorf. Ja. Deshalb unterhalte ich mich so ungern mit den Leuten in der Stadt. Die sind alle so blöd. Pay your taxes. Ja. Überlege ich mir noch. Hohoho. Die sind alle bescheuert. Hohoho. Ja. Kann ich von hier aus in die Kirche? Nö. Tja, dann gehe ich da jetzt auch nicht rein. Ganz einfach. Tschüss. Gibt natürlich immer noch kein Boot für uns, das ist völlig klar. Das wäre ja auch zu einfach. Lustigerweise, wenn man so ein Boot entert, verbraucht man seine blauen Tessels dabei nicht. Da gibt es so viele Gegner, ich bräuchte nur ein Boot. Oder irgendwas Vergleichbares. Ob man die Seemonster irgendwie reiten kann, das wäre eigentlich auch cool. Yay, und ab dafür! Ja, ich weiß, hier gibt es auch kein Boot. Toll. Jetzt, wo ich gerade mal ein paar Schritte weiter weggehen wollte. Natürlich, natürlich. So. Auf nach San Antonio mit Hotel California. Ich hätte übrigens auch gerne ein Boot. Hauen wir erstmal die Diebe. Ah, so ist das doch annehmbar. Dann gucken wir nochmal kurz, ob hier zufällig ein Boot. Ein Boot! Ah! Mein Boot! Jetzt wüsste, was hier auf mich schießt. Aha, das Boot! Moment, warum attackiere ich die? Kanonen!
Wir haben ein Boot. Das beim Hotel California. Jetzt ist das Grinding schön. Oh, da ist eine Höhle. Cool.